Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ganz genau, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben, in der neuen Etage. Und zwar, meine Lieblingsetage, das Filmstudio. Und hier haben wir auch schon direkt unseren ersten Kristall. Easy going. Hier weiß ich, glaube ich, tatsächlich, wo sich alle befinden, deswegen wird das ganz easy hier. Oh ja, hier sind die Stangen, seht ihr das? Die werden nie aufhören, sich zu berühren und gegenseitig wegzuschlagen. Weil jemand hat die Hitbox bei Nintendo ein bisschen... Okay, ein bisschen schlecht gemacht. Deswegen werden die sich für immer bewegen. Genau, das ist so ein kleines Gimmick. By the way... Oh ja, hier gibt es Spannendes. Wisst ihr, was das ist? Das ist Mario Strikers. Wisst ihr, was das ist? Das ist Luigi's Mansion 2. Was das ist, weiß ich nicht. Wenn ihr das wisst, das könnte auch Mario Strikers sein. Schreibt das gerne in die Kommentare. Das ist Herkules. Und was das hier ist, kann ich euch auch nicht sagen. Es gibt mir Castlevania-Vibes, also das linke, aber ich weiß es nicht. Deswegen, mal gucken. So. Ach, ich habe wieder mega Bock hier drauf. Nächstes Juwel in unsere Tasche direkt. Wahrscheinlich, indem wir hier durchgehen, ja. Das Filmstudio ist tatsächlich mein Lieblingslevel geworden, weil ich tatsächlich beim Aufnehmen damals so lange gebraucht habe für diese Etage, weil ich nicht drauf klargekommen bin, dass ich im Internet nachgucken musste. Und dann war ich so fasziniert davon, wie das möglich ist, dass ich halt, dass das halt direkt zu meinem liebsten Level wurde tatsächlich. Okay, Luigi, I'm gonna accept that. So, starten wir doch mal den Fernseher. Oh, Bigfoot, einen wunderschönen guten Tag. So, die Fernseher sind tatsächlich, ihr glaubt es oder ihr glaubt es nicht. Teleportationsgeräte. Ganz genau. Du hast eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Wir müssen sie einmal aktivieren. Und dann haben wir diese auch ganz toll in unserer Tasche. Hier habe ich schon direkt den Schlüssel gesehen, den ich natürlich mitnehme. Wahrscheinlich brauchen wir nur, um die Tür vorne durchzukommen. Keine Ahnung, an das kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Aber ich vermute schon nochmal durch die Ruhmeshalle der Spiele. Luigi's Mansion 2 ist ja tatsächlich mein Lieblings-Luigi's Mansion-Teil. Habe ich, glaube ich, auch schon häufig erwähnt. Aber kann nicht oft genug erwähnt werden. Und es gibt tatsächlich einen neuen Emulator. VCCTRE oder so heißt der. Und mit dem ist Luigi's Mansion 2 tatsächlich spielbar. Und ich habe echt Bock, das zu Let's Playen. Weil Luigi's Mansion ist so ein tolles Game gewesen, meiner Meinung nach. So, jetzt haben wir den Key. Jetzt steppen wir doch auch mal hier durch die Tür hindurch. Welch Tragödie, welch grausames Schicksal für mich, Morty, den Starregisseur. Wie konnte ich mein Ein und Alles verlieren? Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen. Und das, weil ich nutzlos bin, absolut nutzlos. Da ermattet sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Ja, Luigi, ich glaube, das wird nicht so einfach. Ah, mein schönes rotes Megafon. Wo magst du nur weilen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. Das ist gescriptet, dass er uns nie anguckt, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen storytechnisch einfach mal... Ja... Raum für Raum durch und, ja, ich würde sagen, das Eins, da gehen wir als Einstes rein, als Erstes. Ist tatsächlich wieder ein längeres, Dings. Und Filmstudio ist halt cool für mich, weil ich bin ja so ein bisschen der cinematische, hier wird zwar mit Bluescreen gearbeitet, ich arbeite mit Greenscreen. Der einzige Unterschied ist, dass Blau nicht so spiegelt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt guckt hier an meinem Stuhl, das hier, seht ihr das? Das flackert so ein bisschen.
Und das flackert, weil tatsächlich sich das Grün in dem Gold des Stuhls widerspiegelt. Und deswegen wird das auch vom Programm rausgekeyed, nennt man das. Ein Color Key, Farbschlüssel. Und bei Blau ist das scheinbar nicht ganz so schlimm. Deswegen, ja, hier kann ich dir ein paar Infos geben tatsächlich. Deswegen benutzt man beim Film, im Filmjargon mehr Blau. Ich für meinen Teil Grün, weil Grün viel billiger ist. Oh, ist das eine Nebelmaschine? Das ist wichtig. So, schauen wir doch mal, was wir durch die Kamera Spannendes entdecken können. Aha. Und wisst ihr, was wir tun können? Wir können Guigi in diese Szene hineinschicken. Ist das nicht schön? Und wir können sogar den Brunnen angucken, was sich da wohl drin befinden wird. Das gibt mir ziemlich The Ring-Vibes, auch wenn ich die Filme oder den Film nie gesehen habe. Ja, kann ich mit dir irgendwie interagieren? Nee, scheinbar nicht. Gehen wir doch mal wieder hier raus und testen doch gleich mal den wunderbaren Fernseher hier, mit dem wir wieder nach draußen kommen sollten. Und gehen direkt zum zweiten. Dorthin durch. Oh, eine Ritterburg. Ist ja gar nicht so lange her, da waren wir selbst in einer tätig. Schauen wir uns das Ganze doch mal hier genauer an. Wir werden bombardiert. Jungs. Ab an die Kanonen. Das ist irgendwie so falsches Game. Hier passieren Dinge. Oh, wir brauchen Wasser, damit die Pflanze wächst. Aha, aha, aha. Oh, wir können wir hier rein? Hallo, ich dachte, das wäre real. Ah, doch, ist es auch. Oh, hier gibt es scheinbar echt viel Geld. Oh, ja. Okay. Passiert hier noch was? Scheinbar nicht. Außer, dass wir vom Feinbomber die werden. Hier brauchen wir Wasser. Wo kriegt man Wasser her? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Kann ich eigentlich hier auch rein? Stimmt, ich könnte hier auch rein. Vielleicht ist hier auch was. Achso, genau, so müsste ich vielleicht erklären. Das ist immer alles ein Stückchen unabhängig voneinander, tatsächlich. Was in dem Film passiert und in dem Studio. Gut. Gehen wir direkt zu Nummer 3. Das befindet sich hier. Und schauen uns E.T. an. Ja, E.T. hat auch seinen Auftritt. Nur E.T. hat sich verändert. Alle sagen das. Hier befindet sich nämlich ein weiterer wunderbarer kleiner Kristallgeist. Ist das nicht schön? Let's go. Den nehme ich doch gerne mit in meine Tasche. Und kann man hier auch durch die Türen durch? Ja, kann man wirklich. Ja, cool. Bisschen Geld findet sich da drin. Ob wir jetzt Geldprobleme haben, weiß ich nicht. Aber nee, wir müssen mit Luigi an die Kamera. Oh, es brennt! Das sieht aber nicht so gut aus. Aber die Feuerwehr ist schon unterwegs. Ist das nicht schön? Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Oh! Das ist jetzt nicht das, was ich unter Polizei verstehe. Unter Feuerwehr. Ah, okay. Mit dem Druckstrampler können wir ihnen die Helme abnehmen. Oh, ich find's gar nicht gut, dass der Wasser hat. Aber auch gar kein Problem, den letzten können wir beseitigen. Ist das hier nicht ein Blockbuster? Ich finde schon. So, wunderbar. Oh, stimmt, das Feuerwehrauto.
Ich glaube, der feiert das nicht so, dass wir seine Freunde aufgesaugt haben. Aber gar kein Problem. Um ihn kümmern wir uns auch noch. Und zwar hoffentlich diesmal im First Try. Natürlich nicht. Es wird nie funktionieren. Sechs Sekunden oder wie auch immer diese Einheit heißt, hätten gefehlt. 6 Saugpunkte. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. So. Hier müssen wir dann... Na, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Hier müssen wir auch das Feuer vermutlich löschen. Aber gehen wir doch zuerst mal noch nach hier hinten. Ich habe hier Geld gesehen. Ja, kann ich auch nach links noch ein Stück? Ja. Da befindet sich auch ein bisschen Geld. So. Wundervoll. Oh, ne, wir müssen zuerst hier ein bisschen den Fernseher aktivieren. Der war da links, gell? Richtig. Durch den können wir auch mal zurücksteppen. Ich muss tatsächlich doch überlegen, wo sich ein paar der Juwelen befinden. Alle kann ich dann doch nicht auswendig. Oh, bestimmt ist da oben eins. Wetten. Ne, warte, das fährt wieder runter, gell? Ja, ja, okay, dann macht... Luigi, warte. Luigi 1, dachte ich mal. Dann erstmal Luigi hoch. Dann Luigi pusten. Ja, ja, da oben ist ein Eisblock. Das ist grausam. Das ist grausam. Wundervoll. Ich kann gar nicht runterfallen? Doch. Okay. Ich bin mir sicher. Woher kommt das Auto? Da ist noch Geld. Nehme ich mit? Wieso denn nicht? Okay, so. Mit dem hier können wir jetzt durch den Fernseher in die brennende Stadt gehen. Und damit vermute ich diesen Eisblock schmelzen. Ich kann mir tatsächlich echt gut vorstellen, dass wir das hier in zwei Parts splitten müssen. Oder wir machen einen langen Part. Seid ihr mit einem langen Part, seid ihr damit cool? Findet ihr ein langer Part, das ist cool? Oder sagt ihr, nee, macht zwei Parts draus? So. Tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, kommt auch gar keine Feuerwehr. Die haben wir auch obviously besiegt. Uns fehlt nur noch eins. Ah ja, wunderbar. So. Steppen wir in den letzten und damit auch vierten Raum. Das ist nicht der letzte. Das hier hat die Nummer 5 drauf. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht. Es kann sein. Ah, gehen wir doch erstmal in den Raum Nummer 4 mit Geld. Wundervoll. Und eine Goldspinne. Ein anderer Ausdruck für noch mehr Geld. Ihr wisst Bescheid, Geist. Das ist wichtig hier. Dass wir das ganze Geld hier mitnehmen. So, das sind keine Geldsäcke. Das sind nur ganz normale. Was ist eigentlich hier hinter? Haben wir da schon in einen reingeguckt? Hier ist aber ein Geldsack. Wunderbar. Der wird eingesaugt. So. Luigi, sieh mal. Das ist das Megafon ist. Aber es hängt in Spinnenweben fest. True, da ist das. Ja. Und da ist das letzte Juwel. Komme ich da einfach so rein? Auf entspannt hiermit. Auch das letzte Juwel besorgt. Ist das nicht schön? Und wir gucken mal, was uns der Film diesmal offenbart. Das ist eine Zielscheibe, ganz eindeutig. Oh, hier kann ich aufmachen und... Ich bin froh, dass die Facecam aus ist. Ich habe mich maximal erschrocken. Goldspinnen! Und was sind diese Riesenmünzen? Kann ich damit was machen? Ich kann die anpöppeln und dann... Yo, die geben auch nochmal Geld. Ich werde hier 20 Minuten drin sein, einfach nur dieses Geld kaputt machen. Hier konnte ich gerade was ansaugen, abgesehen von dem Deckel. Ja.
Noch mehr Geld. Ey, wie viel hier drin, wie viel Geld hier rumliegen muss. Nur durch diese ganzen Münzen. Das sind 3 Goldbarren. Ist ja auch egal. So, wir müssen weitermachen. Denn das Ganze ist nicht so einfach. Luigi, du könntest bestimmt das Megafon ankommen, wenn du die Spinnenweben mit Feuer zusetzt. Mit Feuer. Mal sehen, was sich da machen lässt. Da ich die Lösung schon kenne, werde ich sie natürlich direkt anwenden und hier nicht groß drum herumlaufen. Denn meiner Meinung nach ist das echt das schwerste Rätsel. Ihr müsst diesen Eimer nehmen und in den ersten Raum. Erstmal jetzt entspannt, denkt der vage Zuschauer sich. Ihr müsst den Eimer hier abstellen, mit Luigi hier rein und dann den Eimer hier reinwerfen. Jetzt denkt ihr euch so, ja cool, jetzt ist der Brunnen, wie kommt der wieder raus? Ja, indem wir den Typen da rausholen, der sich hier drin befindet. Der hält dann nämlich tatsächlich den Eimer in den Händen. Das hier wird jetzt gerade so ein bisschen Tutorial-Guide, weil ich das Ganze schon kenne. Deswegen ist es relativ entspannt. Ganz genau. Es wäre super, wenn ich den Eimer haben könnte. Der jetzt vollgepumpt ist mit Wasser. Mit Luigi können wir diesen natürlich nehmen und wieder durch den Fernseher transportieren. Und falls ihr euch erinnert, im zweiten Raum brauchten wir tatsächlich Wasser, um eine Pflanze zum wachsen zu lassen, wie auch immer. Oh, ich würde sagen, das sollten wir direkt mal tun. Wir stellen das Ganze hier ab. Genauso wie Luigi. Stopp, so, ja, wunderbar. Und schauen, was sich in der Kulisse, nicht dahinter, in der Kulisse abspielt. Da kommt wieder der Riesenstein geflogen. Wow! Zerstört den Wagen und dadurch kommen wir hier auch auf ganz entspannt nach da oben. Und da oben ist auch das Feuer, das wir brauchen. Erstmal wird hier gegossen und... Oh mein Gott, was ist das? Wir werden gekapert. Hö, was war das denn? Da schmeißt jemand mit Bananen. Ihr Moblins. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, das tut mir leid. Ach, da hinten. Wunderbar. Aber kein Problem. Oh nee, da kommen noch mehr, oder wie? Oh nee. Jetzt ist das Feuer ausgegangen. Das ist jetzt aber nicht gut. Tun können die mir eh nichts. Luigi hat zwar nur 25 Leben, die angezeigt werden, aber wenn er stirbt, respawnt er einfach bei Luigi wieder. Also Luigi ist unsterblich, deswegen. So. Hiermit werden wir auch wieder befreit. Können leider die ausgeschaltete Fackel nehmen. Ja, ausgeschaltet nicht so gut, aber wo könnten wir sie wieder anzünden? Richtig. In dem Raum, wo die Feuerwehr war, um sie alle zu schnappen. Also ihr müsst da immer so Stück für Stück immer ein bestimmtes Item von Raum zu Raum mitnehmen, um damit euren Weg zu ebnen. Genau, das ist eigentlich alles, was dazu zu sagen gibt. Ja. Das muss schon da drin bleiben, gell? So. Und dann machen wir das doch mal ganz kurz. Ob sich die Story jetzt hier wieder verändert deswegen? Ich weiß es nicht. Nee, scheinbar nicht. Wundervoll. Und steppen wir nun hier hindurch. Kommen wir zum letzten Fernseher, wo wir dann mit unserer wunderbaren Fackel das schöne Spinnennetz wegdübeln können. Das ist richtig und wichtig. Dann bekommen wir das Megafon für Morty. Und ja. Ich glaube, das war's eigentlich auch schon. So. Let's go.
Achso, nee, wir müssen erstmal hier wieder aufmachen. Und dann kommt uns die Spinne entgegen. Diesmal erschrecken wir uns nicht. Wundervoll. Die fährt, by the way, auf einem Rad. Wie cool ist das denn? So. Sehr geehrte Spinne, weg mit dir. Diese wird hiermit verbrannt und das Megafon aus seinen Fängen befreit. Was muss ich tun jetzt? Weil, obviously, gerade eben konnte ich nichts machen. Ja, ich kann jetzt auch nichts machen. Guichi, Entschuldigung, konnte sich gerade nicht mehr bewegen, deswegen habe ich die Dings verlassen. Jetzt muss ich das nochmal aufmachen. Ach, komm. Jetzt kann ich's nehmen. War scheinbar gerade einfach ein bisschen buggy. Aber das ist ja gar kein Problem. Wir haben jetzt das Megafon und können es... Da ist eine Perle. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oder so. Und können nun Morty sein Megafon zurückgeben. Was uns das bringt, warum wir einem Geist helfen sollten, ich weiß es nicht. Aber wir tun es einfach mal. Moment mal. Du, dann nicht weggehen. Es ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den vorher gesprochen habe. Aber dein Gesicht hat interessante Züge. Dazu noch dieser Körperbau. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Du hast das Zeug, zum Star zu werden. Ha! Meine Kreativität erwacht endlich wieder zum Leben. Los, los, wir drehen, sofort! Wo ist meine Crew? Alle auf ihre Plätze, zack, zack! Ja, ja, finde ich... Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich bleibe jetzt mal ausgeblendet, weil das Folgende ist echt episch. Da möchte ich eigentlich ungern dazwischen sein. Deswegen, let's go! 3, 2, 1. Und Action! Es ist Godzilla. The one and only. Daran kann ich mich erinnern. Wir müssen jetzt diese Kugel nehmen und zurück zu ihm pusten. Vollgas in ihn rein. Kann ich was machen? Nee. Exzellent, wirklich exzellent. Weiter so. Vollattacke. Macht er auch irgendwas noch? Oh ja, er pustet. Ist das das Empire State Building, was mir die ganze Zeit im Gesicht hängt? No way, als ob das gehittet hat. Drop mal jetzt deinen grünen Ball da, komm. Was? Mehr Kraft ist gefragt, doppelt so viel Kraft. Ja, dann nehme ich noch Guichi dazu. Exzellente Arbeit, ihr beiden. Ich glaube, hier entsteht gerade ein Meisterwerk, ja. Das denke ich auch.
Ich nehme mal die Herzen mit, wenn's okay ist. Ach du meine Güte. Er flambiert die Häuser. No. Da hat doch Ingrid gewohnt, Mensch. Sag mal. Machst du deinen Ball wieder? Und er macht jetzt wieder seine Flame-Attacke. Oh mein Gott. Er übertreibt es halt auch komplett. Wir wurden nicht gehittet, das finde ich gut. Let's go, doppelte Kraft. Komm, los! Jetzt ist eine große Chance, zum Star zu werden. Ja! Wunderbar. Cut. Es ist scheinbar doch so einfach, an den Aufzugknopf zu kommen. Danke, Morty. Schöne Grüße an Rick. I'm a star. Yes, you are, Luigi. Ist das nicht ein krasser Fight? Meiner Meinung nach der beste Fight, Bossfight, den ich je überhaupt gemacht habe. In egal welchem Spiel, wirklich. So, wo ist er denn rein? Hier? Was macht er denn da? Ja, wir können mit ihm reden. Mein Film ist fast fertig. Fast bei der Bearbeitung. Bei der Bearbeitung ist nicht gestört. Das erfordert allerhöchste Konzentration. Ja, dann lass ich dich mal weiterarbeiten. Wir sehen uns. Ciao. So, und wir sollten uns auf den Weg zum Aufzug machen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Denn Etage 9 wartet schon auf uns. Oh, wie cool. Mir ist doch gar nicht aufgefallen, dass immer am Aufzug ganz oben, hier jetzt zum Beispiel, da, wie auch immer, dass da die Zahl steht, in welcher wir uns befinden. Hier steht 8. Let's go. Setzen wir den Aufzugknopf rein. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, wo es weitergeht. Oder vielleicht auch nicht. Luigi, du kannst sie auch... Also, wie wär's, wenn du sie anstatt gehen lässt, einsaugst? Ich glaube, beim nächsten Mal steht uns noch einiges bevor. Guys, wenn euch das Ganze heute gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, nächste Folge nicht verpassen. Schönen Abend noch. Ciao, ciao, Leute.